My nomen is Peter Stone. Ich bin ein Dramaturg. Wenn ich bin umgekommen in Israel, ist noch mein Nomen gewesen Peter Stein. Ich bin das, was wir rufen, Asher ist ein Pleite, ein Ausgerateter von Auschwitz. Ich habe ein Auschwitz-Diplom. Aber nur ein Nummer? Etliche Zehen, was mir kann schon mehr nicht verrichten. Und ich bin stolz, vorzustellen, für euch meine Pjäse, was mir keinmal nicht gespielt. Sie ist nicht ungenommen geworden in die Theaters, in Israel. Und die Themen, in der Erziehungsministerie sagt man, als sie sehr wichtige, der Churban, die Shoah, ein wichtiges Thema, wie das wohl gewesen, ein allgemeines Thema, wie alle anderen. Nur schön. Ein Direktor von einem Theater hat mir gesagt, dass das ist die beste Pjäse, was mir heute einmal geschrieben wegen dem Churban. Die beste. Aber er wird sie nicht spielen. Warum? Weil er soll. Er wird sie nicht spielen. Ich habe geprüft in anderen Theaters. Er hat geschockt mit dem Kopf, mit Lehnen, Klington, es kann sein. Nicht angenehm zu sagen, nein, nicht so. Als ein wichtiges Thema. Nur der negative Entfer kommt beim Sof. Sehr gute Pjäse, aber das Publikum wird nicht wollen hören. Es wird nicht gehen. Was? Noch einmal dem Churban. Öfter ist es besser als so. Ich will euch allein erzählen, meine Pjäse, was mir heute nicht gewollt spielen. Und ich bin sicher, als wenn mir wohl sehr viele Jahre spielt, wird mir nicht verstanden. Ich habe gewollt sagen zu einer von den Direktoren in seinem Büro. Ich darf euch in Stoben. Ich pfeife euch alle. Aber ich habe gesagt, ja, ich verstehe. Was verstehe ich? Gar nicht. In Onheb, wenn ich habe geschrieben die Pjäse, sind noch gewesen 8 Personagen. Nachdem, wenn ich habe geprüft in einem anderen Theater, sind schon geblieben 5 Personagen. Aber das hat euch nicht geholfen. Und jetzt bin ich da, einer allein. Ich tue, was ich will tun. Ihr könnt euch tun, was ihr wollt. Ihr könnt viele trinken Kaffee. Euch wird Kaffee. Mein Pjäse ist sehr einfache. Wegen dem Vetter Arthur. Wie soll Peter Stone verbet ein paar Chaveirim auf ein Simche und dem Vetter Arthur und alle gritten zu a Surprise von Vetter Arthur, ihm zu der Schrecken. Der Vetter Arthur fliegt doch alle mal sagen, wie soll Menschen haben gekonnt sich losen führen zum Gas wie Schof zu der Schitte. Ich verstehe nicht, was es ist dort geschehen. Ich weiß sehr gut, was sind Nazis, nur es ist mir unmöglich zu verstehen. Ist es euch? In meiner Pjäse probieren wir überzumachen, sehr Reingang in Stadt. Wir probieren aufstellen Arthur auf unser Ort, soll er heute spielen einmal das, was mir umgefällt. Aber es geht nicht. Das heißt, Arthur fehlt nicht das, was mir oben gefällt. Versteht sich.
Ein junger Regisseur muss es gewesen, öfter 4 Jahre alt, wenn die Milchome hat sich ungeheuer vor mir, hat mir gesagt, es ist zu theatralisch. Habe ich ihm geantwortet, es ist Tage gewesen, sehr theatralisch. Als ein Mensch geht rein von der einen Seite und von der zweiten Seite geht er raus, ruhig. Sehr theatralisch. Sagt zu mir, nein, ich habe es gemeint ernst. Ich will euch erzählen, wie es mir geht, dem Gedanke zu schreiben, die Pjäse. Von wann habe ich gehabt, dem Koech zu schreiben, dem ersten Satz? Das ist eine Geschichte wegen Wilhelmen. Ich bin gewesen in Theresienstadt 3 Jahre. Dort habe ich sich bekannt mit Wilhelmen. Er ist gewesen ein junger Poet, vielleicht schreiben sehr schöne Lieder. Es ist gewesen mit uns in Theresienstadt, ein Literaturkritiker. Einmal bringe ich ihm die Lieder von Wilhelmen, er lehnt und sagt, es ist sehr eine gute Übersetzung von Verlaine. Aber das ist nicht gewesen keine Übersetzung von Verlaine. Das sind gewesen Wilhelms Lieder. Einmal suche ich Wilhelmen überall und ich finde ihn nicht. Frage ich, wo ist Wilhelm? Sagt man mir, er ist gefahren in Auschwitz. Gefahren. Eine Reise Haifa Tel Aviv. Nachdem bin ich euch gefahren in Auschwitz. Ich komme an und dort, der kennt man keinem nicht. Alle passen, nicht Stocke in Haar, geschwirren. Nur wenn man guckt, sehr, sehr neunt. Plötzlich, der kenne ich Wilhelmen. Ich bin so zufrieden. Ich schrei Wilhelm und Peter. Damals bin ich noch gewesen, Peter. Was tust du da, frage ich ihm. Weiß, sagt euch da schreibe ich Lieder. Wie so? Aus Papier? Ein Bleier? Nein, in mein Kopf hab ich Lieder. Herr. Und sagt mir Odipor Satzen auf Tschechisch. Nastramech medusche, ptazi nespivai. Die Übersetzung. In die Gewichsen von mein Herz senden mir ein Stocke in Fegel. Plötzlich, der hört man als ein Pfeif von den Zäumen. Vor der Selektie fliegt ständig sein als ein Pfeif von den Zäumen. Menschen sagen Mengele, Mengele, und man hebt uns laufen. Am Hume, vor die Pavillonen sich einordnen in Reihen, Wilhelm ist verschwunden geworden. Man sieht, dass solche Waggonen kommen an, Sachwaggonen. Und von meinem Ort, da sehe ich Wilhelmen in eine von den Waggonen. Da sind gewöhnlich die Waggonen, was pflegen nehmen die Menschen zum Gas. Wilhelm, der seht mich euch, macht mir so ein Wunk mit der Hand und fort weg. Nachdem sehe ich, als er mein Reuch geht raus vom Käumen. Das ist gewesen Wilhelm. Und die paar Sätze sind bei mir geblieben. Nastramech medusche, ptazi nespivai. Nun, habe ich 2 Sätze von Wilhelmen.
Ich habe Wilhelmen. Was soll ich tun mit Wilhelmen? Soll ich gehen im Museum von der Shoah in Yad Vashem und sie sagen, dass ich habe zwei Sätze von Wilhelmen und ich bete, man soll sie verschreiben in einer Karte, ja? Ist öfter der Fahr, habe ich geschrieben die Pjäse. Für Wilhelmen. Isa Zoi. In mein Pjäse verbet ich dem Vetter Arthur auf a Simche. Drei Chaveirim und ich warten mir auf den Vetter Arthur. Drei gute Chaveirim. Edi, Karl und Marta. Marta ist meine Cousine. Ich will euch vorstellen, meine Chaveirim, ihr sollt sich bekennen mit den Personagen von der Pjäse, weil wir anhäuben mit Edin. Edi, ich sitze der Doktor. Er hat ständig gewollt sein der Doktor. Er ist nicht gekommen, kein Eretz Israel. Er wohnt in Österreich. Edi hat gehört dem Nummer gleich noch meinem. Wir sind gewinn zusammen, weil sie um Zettel die Nummern. Edi ist ständig gewesen, sehr rein, gut angetan, zichtig. Überall ist Edi gewesen, sehr rein. A viele in Auschwitz. Wir pflegen sich herumdrehen, beide suchen die Papieren, Wunden auf die Beine mehr, als am in Smark fleckt der Opnirin von die Näser. Me seht a Papier, me hebt auf, und Edi wischt sich ab, also sehr langsam, sehr rein. Einmal in Gleiwitz habe ich gegangen mit der Kartoffel und habe sie weggelegt auf die Keulen in Schmiederei. Ein halb gebe ich Edin und ein halb nehme ich für sich. Und wir essen auf Gich, Eder ist immer, sie soll nicht da reinkommen. Und wir verändigen, sehe ich, als ich habe die Hände den ganzen schwarz, schmutzig, habe ich sie ohne wischen die Hände in die Arbel, wie soll noch nicht sein? Nur Edi, nein. A viele nicht kein Sprenkele, a viele nicht in Spitzfinger, gar nicht. Sehr rein. Und jetzt Karl. Karl ist sehr ein guter Haver. Er ist ein Schauspieler. Er ist ständig gewesen ein Schauspieler, Karl. Ist das so, Edi? Karl, Edi und ich sind wir gewesen zusammen in Auschwitz, in Gleiwitz und euch in Blechhammer. Karl wird spielen an SS-Offizier in der Simche Lekoved Arthur. Und er wird sein sehr guter SS-Offizier, weil er ist sehr ein guter Schauspieler. Jo. Noch etwas wegen Karlen. Wenn wir sind gegangen von Gleiwitz gegen Blechhammer. Einmal in der Früh hören wir schon die russische Armaden. Beim Appell geht uns zu wissen, der Lagerführer, dass wir gehen an uns auf den Marsch. Wir zertellt uns Bräut, jeden einen ein Stückchen Bräut. Und wir warnt uns, es wird sein sehr schwer, verboten zu bleiben von hinten. Der, was bleibt von hinten, der schießt man. Beim Sof vom ersten Tag habe ich scheinbar nicht gekannt. Ich bin gewesen krank, ich hatte Hitz und in draußen ist gewesen kalt, sehr kalt.
sehr, sehr kalt. Und auf die Körper nur die Passen. Etliche haben gehabt, hilzerne Schiech. Die einzige Sache, was hat mich erwarmt, ist gewesen, wenn ich hab gepischt in die Häuser. Karl schleppt mich auf sich. Und jedes Mal, wo sich der Warm sich hinten, sagt mir Karl, sie gut, sie gut. Zwei Tage mit zwei Nächte. Dies Blechhammer hat er mir geschleppt. Wir kommen dort nun, zerteilt man uns eine Suppe, eine warme Suppe. Die Deutschen. Sie sind eine geformte Schiege oder was. Nachdem, da fällt man uns, wir sollen singen. Ist das so? Eddie, Karl und ich singen wir. Die Juden. Nein. Ja. Die Juden sind dahin daher. Sie sind durch den roten Meer, die Wellen schlagen zu, die Welt hat Ruhe. Das haben sie gewollt, wir sollen singen. Die Juden sind dahin daher, sie sind durch den roten Meer, die Wellen schlagen zu, die Welt hat Ruhe. Wenn wir uns befreit, Eddie, Karl und ich, sind wir geblieben allein, und Deutschen. Die Milchome geht weiter, aber wir sind auf der befreiter Seite. Wir gehen herum von einem Lager zum zweiten, suchen dich zu essen. Wir schleppen sich mit solchen Waliskes. Es ist gar nicht gewesen dort, die Waliskes, öfter ein Hemd. Und wir haben sie ja weggelegt auf solche Kinderwiegel. Und wir sind sehr, sehr hungrig. Auf dem Weg sehen wir die russische Armee, was geht. Ein russischer Offizier geht da durch und ich sage ihm so, beiser dich. Hey, was tut sich mit Essen, na? Er guckt auf mir, der Offizier, ich mit dem Wiegel. Sag ich ihm, nu was? Sagt er uns, ist einen Dodo heiser von Deutschen. Geht da rein und esst. Und seinen Tage gewinnt dort ein deutscher Heiser, ledige. Sicher in der Früh sind sie entlaufen. Ja, der seht eine Wille. Karl sagt, das ist unser Wille. Eine schöne Wille. Wir gehen da rein, unten eine Kirche. Sie sind viele da im Teppe zu essen, aber Karl sagt uns, erstens wollen wir sich zerteilen mit den Zimmern. Jeder einer soll oben sein Zimmer. Wir wollen da bleiben etliche Tage. Wir gehen rauf in die Schlafzimmer. Im ersten Zimmer sagt Karl, ich da. Ein schöner Zimmer. Ein Hotel, ein Bett. Karl legt dann nieder sein Waliske auf dem Bett, also, und die Waliske sinkt rein und steht auf. Hopp, hopp. Und Karl stellt sich nieder auf dem Bett und euch dieselbe Sache. Hopp, hopp. Und er hat uns springen. Hopp, 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 hopp. Und alle drei sind in mir schon auf dem Bett. Und er hat uns springen. Hopp, 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 hopp. Und man lacht, man geigelt sich vom Gelächter. Hopp, 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 hopp. Sie ist weich. Sie ist angenehm. Noch 4 Jahre. Jetzt fragt sich die Frage, ob ich gehe weiter
Oder ich erzähle euch wegen Arthur. Oder ich stelle noch ein bisschen Musik. In der Heim, mein Weib hat mir gesagt, dass euer Bichter viel ein bisschen Umruhe beim Publikum, soll ich anstellen ein bisschen Musik. Ich weiß nicht, wie soll ihr, aber ich darf jetzt auch ein bisschen Musik. Sie habe ich euch gesagt, dass in meiner Pjese verbette ich den Vetter Arthur und die Chaverin in ein Hotel. Lass mich sagen, irgendwo in Europa, Amsterdam. Ein guter Hotel. In der Reingang ist da viele da ein Aquarium. Was heißt, du hast nicht gesehen dem Aquarium? Aber Karl hat ihn ja gesehen. Er ist gar nicht. Er geht daran in ein Hotel und kommt darauf im Zimmer. Martin, Martin kann man nicht fragen. Sie redet nicht. Und wir sitzen im Zimmer. Karl ist besser. Edi euch, Martha, du sitzt besser da. Und wir warten auf den Vetter Arthur. Edi ist ein bisschen unruhig. Er dacht, was bringen speziell Arthur von New York, gehen in Amsterdam, in ein Hotel rein und spielen, als die Nazis kommen zurück. Nicht so, Edi? Aber er sagt gar nicht. Er ist sehr ein guter Haber. Und wir warten auf den Vetter Arthur. Edi sagt, als der Gedanke sich heust und nackt, gefällt ihm nicht so stark. Das heißt, es ist klar in meinem Pjese, als wenn der Obersturmbandführer Karl Schnitzer mit uns sein, wird er uns befehlen, wir sollen sich heust und nackt. Edin und Martin gefällt es nicht so stark. Edi sagt, ich weiß nicht, ich schäme sich. Und ich weiß, als Martha tracht, ich schäme sich nicht. Aber es ist Morne, ihr soll sich heust und nackt von Edin und Karlen, was ich kenne sie nicht. Und allzu lieb Arthur, was darf man es sagen, sich heust und nackt? Und ich, Peter Stone, was hat geschrieben die Pjese, ich hab das alles aus getracht, sag ich, ja, Emmes. Was darf man sagen? Wird es sein um dem? Soll Karl geben Pech, schreien? Ich verlasse mich auf ihn. Und wir warten auf den Vetter Arthur. Da will ich euch besorgen. Ich habe sehr lieb gehabt den Vetter Arthur. Er ist gewesen mein beliebster Vetter. Und er ist der einzige Vetter, was es bleibt mir. Wenn die Deutschen sind reingekommen in Stott, ist Arthur gewesen 34 Jahre alt. Ich bin gewesen 16 Jahre alt.
Die Nazis sind reingekommen in Prag dem 15. März 1939. Punkt. Dem Tag ist Arthur gewesen angetan in seinem Jackett, a Hut, samtene Schich. Die ganze Mischpoche ist gewesen in Prag. Prag ist gewesen sehr eine schöne Stadt. Schöne Parken, reine, sichtige, der Theater, ein guter. Wir fragen, gehen in Theater schon zweimal eine Woche. Der Macher als Schiel. Wir pflegen sich zu Neusammeln für die Chassenes und die Weihes. Nur mit Arthur pflegt sein etwas anderes. Arthur pflegt die Kummen oft in Prag. Die Gassen sind gewesen voll mit Menschen. Und der 15. März sind sie da mit die Kasken, mit solchen Motorzykletten, mit den Sidecars, Stiefel. Und sie geben zu wissen, als nur die, was haben an der Leuben ist und ein Billett, können rausfahren von der Stadt. Es ist noch gewesen an 91. Bahn, dem Tag. Die letzte Bahn. Arthur hat gehabt, als er in der Leuben ist. Bald ist gekommen die ganze Mischpoche, hat ihm eingesadet die Waliskes. Und wir sind gegangen im Begleiten zu der Bahnstanzie. Und der Gefühl ist gewesen sehr am Wunder. Für was die Bahn? Für was hat Arthur an der Leubenischen sein Käschene und ich nicht? Wir kommen dort nun in der Bahnstanzie. Sie sind dort und da sind in Stecheldraht. Sie stehen dort mit den Bixen und kontrollieren die der Leubenischen. Arthur nimmt raus ein der Leubenisch von der Käschene und sie lassen mir durch. Wenn ich wohl gesucht in meine Käschene, wie viele sollen nicht sein, als in der Leubenisch, wollte ich nicht gefunden. Er geht da durch. Macht etliche Tritt. Wir gucken auf ihn. Er guckt auf uns. Macht noch etliche Tritt. Und geht rauf auf der Bahn. Die Menschen von der Bahn gucken auf uns durch die Fenster. Wir gucken auf sie. Emetzer wischt sich die Nase bei mir. A Pfeif von der Bahn, plötzlich ist euch Arthur im Fenster. Er macht also einen Gruß mit der Hand und fährt weg. Und ich frage sich allein, für was fährt er? Das heißt, ich will, er soll wegfahren. Noch frage sich allein, für was? Und er fährt weg. Also, mit dem Bonem im Fenster. Nach der Milchome bin ich gefahren zu ihm und besuchen in New York. Er fleckt mich vorstellen für seine Chaverim. Sein Bekannt, Peter, an uns geraten wird er von Auschwitz. Es ist da gewesen, richtig. Ich bin da gewesen, an uns geraten wird er von Auschwitz. Das erste Mal, als ich bin gekommen zu ihm in New York, hat er mir gegeben, gewollt geben, a good time. Hat er eingeladen, a paar Chaverim, sein Bekannt, Peter, an uns geraten wird er von Auschwitz. Die Menschen, danke,
an lois gerat evet runautschi, wo sagst du? Und seine gewendorten, sehr sympathische Menschen, bekowedige Menschen. Man redt mit Schmues, man trinkt Lechaim, a Martini und noch a Martini. Und in einem Moment darf ich gehen in die Toilets. Gehe ich, dort treffe ich sich mit einem Psycholog. Sagt mir, ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid Arthurs Plimenik. Ich verstehe nicht, was hat das zu tun mit den Toiletten, aber ich sage, ja, richtig. Sagt mir, sag, mit welcher Hand hältst du dein Schmuck, wenn du bist? Ich verstehe nicht, was meint. Was war das Scheich? Ich sage das mit dem Toilet. Ich sage ihm, ich weiß nicht. Das heißt, ich weiß nicht, mit welcher Hand. Ich weiß, sagt er, mit der rechten Hand. Mit der linken Hand hast du doch eine Nummer. Weißt du, es nicht starten mit der linken Hand, weil du willst sich nicht ermahnen jedes Mal. Das ist gewesen bei meinem ersten Besuch in New York. Psycholog. Da wollte ich gewollt machen eine kleinschige Päusele. Eine Socke. Wie soll ich sagen? Mach schon, es muss gehen, durch den Kopf, können wir sie nicht sagen, wohin zu gehen. Ihr werdet auf mir gucken, sicher, und trachten. In der Heim, meine Tochter hat mir gesagt, was wird sein, ob ein Teil von den Menschen will nicht da reingucken. Und ich trachte sich öfter, trachte mit sehr. אז איך פרקו יבדו למחורים, לשואה. ולא זה נשמגן הזו התרחתם. ולום דוח הסך מומחים על הלכה. אין מול עניור, פרמט מזה, עבדי רדיו, עודר עבדי טלוויזיה, המול הקיבוץ פרמט זה, וזה דרצל. ולום נהנם הגרויסן מומחה עם ניו יורק, אפשר איזה רשוין גבורן מיסטר הולוקויסט. הוא נרמח את הסך גלט פורם הולוקויסט. פרוס נשת. יכולתו איך גיקנט מחן הסך גלט. לא הסך. לא מזוגן, אז היין תהביך דאון מיין ארשטן מיליון. אין פורשטלום, אין מיליון. 6 Vorstellungen, 6 Millionen. Bin ich schon geworden, der 6. oder der 7. ich weiß, Holocaust Kreuz. Und schon. Gemacht meine Absocke, mein Päusele. Jetzt gehen wir weiter, ja, mit der Pjäse. In Hotel. Wir gedenken, sind wir in einem Zimmer, in einem Hotel. Ein Zimmer in einem Hotel. Und wir warten auf den Vetter Arthur. Eddie ist ein bisschen nervös. Und Martha wart. Karl geht raus ins zweite Zimmer, sich Anton mit seinem SS-Mundier. Dorten ist da ein Tape-Recorder. Und ich, Peter Stone, fiel in dem Moment, als Arthur geht rein in die Lobby von einem Hotel. Der Telefon klingt, ich nehme den Treibel. Jo, Arthur, wir warten auf dir. Komm mal rauf. Noch etliche Minuten. A kling in der Tür,
Das ist Arthur. Arthur kommt rein, geht zu mir, mir geben sich die Hände, nachdem geht Arthur zu Edin, ich sage ihm, sei bekannt, Arthur, das ist Edi. Edi guckt auf Arthur und sagt, ich habe eine Sache gehört, reden wegen euch, aber ich habe nicht gewusst, dass sie sind so klein. Nein, nicht MS. Das heißt, ich habe es dann gesagt, also, weil da ist Arthur so klein. Arthur sagt, ich habe euch gehört wegen euch. Dann geht zu Martin. Martin kennen schon gut. Sie kennen euch gut. Ist doch so neun zu ihr Taten. Sie sagt, Scholem Aleichem, Arthur. Ich bin zufrieden, als du bist gekommen. Wir setzen sich weg, wir schmusen, wir reden, wir trinken Lechaim. Arthur trinkt nicht kein scharfe Getränke. Sein Leber ist ein bisschen geschwollen. Und in einem Moment darf ich geben ein Zeichen Karlen, wo es befindet sich im zweiten Zimmer, ein abgeräten Zeichen zwischen uns. Arthur soll nicht wissen. Und ich darf sagen, ja, Martha, die Sachen sind schon nicht mehr, wie sie pflegen sein. Ich stehe auf, ich gehe zu Martha und sage, ja, Martha, die Sachen sind schon nicht mehr, wie sie pflegen sein. Und da, von dem zweiten Zimmer, von dem Tape-Recorder, hört man Asamin Schießerei, ta 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 ta. Und geschrien, nein, nein, nein. Da kommt rein Karl in sein Mundier und sagt, still soll sein, und nicht schieß ich. Steht dorten. Da, Martha sagt, wie wir beschlossen, was ist das? Soldaten, still soll sein, kein Pips. Da, sagt Arthur, was ist das? Karl geht zu ihm, geht ihm ein Patsch, ha! Und sagt, still soll sein, Papieren, Passporten, schnell! Arthur sagt uns auf Tschechisch, jener soll nicht verstehen, co se dieje, co je to, to je strašné. Was ist das, was tut sich, es ist gefährlich. Still soll sein, hab ich gesagt, still, Papieren, schnell! Geht zu mir, Karl Obersturmbannführer-Schnitzer, und sagt mir, verkatschet mir die Albel, und sagt, du hast eine blaue Nummer, du weißt schon, und gibt mir euch ein Patschen von ihm. Ha! Ich nehme raus mein schweizerischen Passport und gebe es dem Obersturmbannführer-Schnitzer Karl. Edi? Und Martha, euch. Schweizerische Passporten. Schweizerische Passporten. Scheiße. Und du, Dreck. Wo ist dein Passport? Arthur, ich habe es in Hotel. Mein Passport ist in Hotel. Ich habe euch ein Passport in Hotel. Aber ich bete es da. Da bete ich es. Alle, sich wegstellen dorten. Ihr dorten. Du, ahin, ist das euch. Wir sind dort und Arthur ist da. Arthur fragt, aber was ist das? Ich bin Arthur Stein, sie kennen mich. Mein Passport ist Tage im Hotel. Und Karl, still soll sein. Da hast du gar nicht, da bist du gar nicht. A gar nicht mit a gar nicht. Emet zerkennim? Still. Do, Arthur tracht, was kenner ton? Und ich, Peter Stone, guck auf ihm, und ich tracht, jo,
Was kennen Ton, Vetter Arthur? Du bist da und sie sind in Dorten, nur weil du hast vergessen dein Passport im Hotel. Arthur guckt auf mir, Peter Stone, und ich, Peter Stone, mach ich also mit die Hand. Was kennen Ton? Dann Arthur guckt auf Martin und sagt, Toje moje Zera, Toje moje Zera, das ist mein Tochter, mein Tochter. Karl, du bist sein Tochter? Martha, jo, ich bin sein Tochter. Ist gefährlich? Du hast das Passport, nein. Ist ein Falscher. Ihr möcht ihm nehmen. Sie zerreißt den Passport und geht dadurch auf Arthurs Zad. Eddie, euch. Euch. Zerreißt den Passport und geht dadurch auf Arthurs Zad. Nun, was tragst du jetzt? Vetter Arthur? Und Karl, Scheiße! Scheiße! Alle sich heusten nackt! Alle nackt ausziehen! Und Pamelech? Ohne Wort, ohne Pips, hebt dann Edi sich heus zu tun. Edi tut sich heus sehr, sehr langsam. Wie ein großes Kind. Edi ist schon ein größer. Schön. Hat sich schön ausgetan. Dann Martha. Martha euch, sie tut sich aus, langsam, langsam. Von wann nimmt sie den Keuer? Arthur geht zum anderen Zeitzimmer. Äfscher will an Läufen und Karl sagt, du, nimm alles raus von die Keschenes. Arthur nimmt alles raus von die Keschenes und hat nur einen weißen Tichel. Und ich, Peter Stone, guck auf ihn in dem Moment und ich trage mir, ein Tichel ist euch etwas, weil wenn man mich genommen hat man bei mir alles zugenommen. Alles. Nicht kein Tichel, nicht kein Haar, gar nicht. Nur die Passen. Sich äußern, Arthur. Nur ich misch dich nicht daran. Ich will nicht stören die Pjäse. Eddie und Martha sind dann so gut reingegangen in der Situation. Und Karl spielt doch wunderbar. Arthur guckt auf Edim, Martin, auf mir und sagt, nein. Karl geht so zu ihm und sagt ihm, was heißt nein? Was heißt nein? Nimmt er seinen Revolver, geht zu Martin und sagt, du musst nicht sich äußern, der schießt sich deine Tochter. Die Situation ist so. Eddie und Martha liegen nackt und Arthur tracht. Sof kol sof, beschließt er hat sich äußern. Koidem kol sein Krawat, noch dem sein Jacket. Arthur legt nicht weg seine Begodim auf den Pol, nein, nur auf den Stuhl. Aber da Martha mischt sich rein. Sie sieht, wie so Arthur tut sich aus und sie kann es nicht leiden. Sie sagt, genug. Genug, ich kann den Schleus trocken. Ich will weg von dannen.
Karl, nimmt Rob sein Hut, geht zu Martin und sagt, beruhig sich, Martha, alles ist verendigt. Schön. Do, Arthur hebt uns zu verstehen, geht zu mir und sagt mir, was hast du getan? Für was? Hast gemeint, also soll will ich besser verstehen, was es mit euch geschehen? Was hast du gemeint? Hast mich so feind? Und ich, Peter Stone, ich trachte jetzt wegen gar nicht. Nachdem kommt mir also ein Gedanke, wie also nach der Milchome Karl ist verschwunden geworden in der Bahn, aber es hat uns nicht geahrt. Und wie also Eddie ist gefahren gegen Österreich und mich hat geschickt in Kibbutz rein. Ich sag zum Vetter Arthur, Vetter Arthur, ich tracht jetzt wegen gar nicht. Ich weiß nicht, für was ich habe es getan. Es ist klar, als mich kann ich verstehen. Arthur will jetzt erwägen. Er will sehr stark erwägen, nimmt sein Krawatt, sein Jackett, geht zu der Tür und Eder geht raus, dreht sich zu uns und sagt, ich badoi reich alle men. Und geht raus. Do Martha steht auf, sie sagt, ich geh jetzt da weg. Ich will zu dir klingen. Sie wird nicht. Sie läuft nach Arthur. Eddie und Karl bleiben noch ein bisschen. Sie sind geblieben, weil sie sind ein guter Freund. Nur die guten Freunde gehen euch weg beim Sof. Eddie gehen Österreich, Karl gehen Deutschland. Jo, Deutschland. Sie sagen, Peter, du gedenkst die Stiefel? Jo, sag ich. Ich will zu dir klingen. Und Karl sagt, auf Wiedersehen. Arthur ist mir geschehen noch etwas Interessantes. Nicht lang zurück, 5-6 Jahre. Ich bin gefahren in Besuchen in New York. Er ist schon älter geworden, Tage alt. Er hat mich sehr lieb. Er weint auch viele, wenn er sieht mich. Ich habe ihm immer nicht erzählt, dass ich geschrieben eine Pjäse wegen ihm. Wie gewöhnlich will er mir geben eine gute Zeit. Er wird mich zu Haverim auf eine Party. Ich will nicht gehen, aber er sagt mir, komm, was kann sein? Er wird sich verleihen. Nun gehen. Wir kommen an, es sind in Dortmund eine Sache, Menschen, alle sehr elegant, Zigarren, bla bla bla. Der Balabos sagt mir, wir kennen sich, Mr. Stone. Ich weiß, wer wir sind. Ich habe gehört, dass wir sind ein Lehrer in Israel. Ja, sag ich. Ihr seid doch gewinn Interesse in der Stadt, nicht das so? Ja, ich habe da etwas für euch. Und er bringt mir ein Buch. Es ist in Stotto Merken Schmetterlinge. Lieder und Brief von Kindern, Interesse in der Stadt. Ihr kennt es. Ich nehme das Buch, alle gucken auf mich, sie sind mir nicht bequem.
Und er trinkt noch alle rein. Und in einem Moment fiel ich, als ich will sein allein. Gehe ich rauf in Schlafzimmer. 20. Etage. Unten Manhattan. Ich öffne auf das Buch. Ich blätter, Ja, danke von Theresienstadt. Und in einem Moment, der kenne ich etwas. Etwas ist mir bekanntlich. Ich fühle, also ein Hitz geht mir einfach auf den Kopf. Ich lehe und ich erkenne. Das ist ein Lied, was ich habe geschrieben, wenn ich bin gewähnt in Theresienstadt. Da, in dem Buch. Ich lehe und beim Sof sehe ich Written by Peter Stein, perished in Auschwitz. Perished? Es ist nicht richtig. Perished? Ich gehe zum Fenster, ich mache es auf, ich erfahre ein bisschen Luft. Perished? Ich weiß nicht, wie so bin ich rübergegangen zu der Party. Alle haben gesehen, dass es etwas geschehen. Sicher bin ich gewesen im ganzen Blass. Was ist geworden? Still. Vetter Arthur kommt zu mir, fragt mir, Vetter, was ist geschehen? Gar nicht, sag ich ihm, gar nicht. Narrigkeit. Es ist ein Tag gewesen, Narrigkeit, nicht so. Der nicht. Ich darf ihm oben von der Kundendicke vorstellen. Das ist Salzverein.